Herzlich willkommen zur Videoreihe TechTip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen die elektrische Spannung. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Elektrotechnik erkunden. Die elektrische Spannung, auch als elektrischer Potentialunterschied bezeichnet, ist die treibende Kraft im elektrischen Stromkreis. In einem Wassersystem wäre die elektrische Spannung sozusagen der Druck, der das Wasser fließen lässt. Und in einem elektrischen Stromkreis ist die Spannung die Ursache dafür, dass der elektrische Strom fließt. Aber um die elektrische Spannung noch besser verstehen zu können, werfen wir einen Blick auf elektrische Ladungen. Der Atomkern von Kupfer bindet negativ geladene Elektronen um sich herum. Äußere Elektronen von Kupferatomen sind sogenannte Valenzelektronen oder freie Elektronen. In einem Kupferkabel können diese freien Elektronen von Atom zu Atom wandern. Dies machen sie allerdings ungeordnet und in willkürliche Richtungen. Verbindet man das Kupferkabel an eine Spannungsquelle, so sorgt die elektrische Spannung dafür, dass die Elektronen geordnet und gerichtet fließen. Die Elektronen werden nämlich vereinfacht gesagt vom Pluspol der Spannungsquelle angezogen. Vom Minuspol der Spannungsquelle strömen hingegen Elektronen wieder heraus. Die Spannungsquelle kann dadurch einen elektrischen Verbraucher, zum Beispiel eine Glühlampe, mit Strom versorgen und zum Leuchten bringen. Durch die Spannung entsteht also ein sogenannter geschlossener Stromkreis. Die Spannung ist also entscheidend, damit unsere elektrischen Geräte wie Lampen, Computer oder Maschinen ordnungsgemäß funktionieren. Sie versorgt sie mit der benötigten Energie. Die elektrische Spannung hat als Formelzeichen U und wird in Volt gemessen. In unseren Steckdosen haben wir zum Beispiel eine Spannung von 230 Volt. Wir können sie mit einem Multimeter messen. Dieses Messgerät ist ein unverzichtbares Werkzeug in der Elektrotechnik. Es gibt verschiedene Arten von Spannungsquellen, darunter Steckdosen oder Batterien. Jede dieser Spannungsquellen erzeugt einen Stromfluss, wenn Verbraucher und Geräte angeschlossen werden. Und jede hat ihre eigenen Eigenschaften und Anwendungen. Wir können zum Beispiel mit Steckdosen sehr zuverlässig alle möglichen Haushaltsgeräte mit Energie versorgen. Steckdosen sind nämlich mit einem Stromnetz verbunden, das von einem Kraftwerk oder einer zentralen Energiequelle gespeist wird. Batterien speichern elektrische Energie sehr praktisch ab. Sie finden unter anderem auch Anwendungen als tragbare Spannungsquellen an kleineren elektronischen Gadgets bis hin zu Fahrzeugen. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zur elektrischen Spannung angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.